Moin. Jo, wie der Titel es vorgibt, soll es heute erneut darum gehen, dass ich den Messerschnack-Podcast von Miro etwas unterstützen möchte. Wer den Podcast Messerschnack noch nicht kennt, ich werde euch einen Link zum Podcast mit in die Videobeschreibung packen. Checkt den mal aus. Wer auf Messer steht, für den könnte das durchaus interessant sein. Diesen Podcast zu unterstützen, das habe ich und einige andere Personen aus der Szene in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht, und das möchte ich auch zukünftig von Zeit zu Zeit wiederholen, da mir persönlich dieser Podcast stets beste Unterhaltung bietet, und da möchte ich mich dann beim Miro für seine Arbeit erkenntlich zeigen. Heute tue ich dies, beziehungsweise vielmehr kann ich dies tun, da mir ein Knife Buddy, der Min, dieses tolle Claude d'Orsan Kapuzin überlassen hat, das ich in diesem Video hier versteigern möchte. Der Miro selbst weiß von dieser Aktion nichts, hat aber unbewusst dennoch zur Unterstützung beigetragen, denn ich hatte mir einen seiner neuen Messerschnack Patches gekauft, und er hat mir einen weiteren überlassen. Und den packe ich mit zu diesem Messerset dazu, und das hauen wir jetzt zusammen raus. Was auch immer bei dieser Versteigerung hier jetzt zusammenkommt, der Betrag geht zu 100% natürlich an Miro, damit er auch weiterhin dafür sorgen kann, dass er zum Beispiel sein Equipment erweitern, verbessern kann, oder dass er Spritkosten damit auffangen, decken kann. Schlicht und einfach, dass der Podcast am Leben bleibt. Dafür ist diese Aktion hier gedacht. Und ich hoffe natürlich, dass hier ein paar Euros bei rumkommen werden. Zum Kapuzin ist zu sagen, dass wir hier die Ausführung mit Olivenholz Griffschalen haben, und die kommen ganz wunderbar warm daher. Ein schöner Farbton, der in diesen aus dem vollen gefertigten Griffschalen einen ganz tollen Anblick bieten. Das Messer ist ein Friction Folder, das heißt, über den festen Griff der Handfläche und einer leichten Reibungskraft über die Griffschalen wird die Klinge sozusagen festgestellt. Das funktioniert bei diesem Modell hier ganz wunderbar, da wir eine recht lang überstehende Angel haben. Und dennoch sind solche Taschenmesser stets mit Bedacht, Aufmerksamkeit und Vorsicht zu benutzen. Das sind keine ausdauernden Arbeitsmesser fürs Grobe, sondern eher schöne Begleiter, die einen gerade im Bereich der Essenszubereitung dienlich sein können und halt stets ein schöner Anblick fürs Auge sind. Das Kapuzin befindet sich in einem erstklassigen Zustand, sowohl optisch wie mechanisch. Klinge ist scharf, steht mittig, und wir haben keinerlei seitliches Klingenspiel. Wer immer dieses Messer hier bekommt, der bekommt ein erstklassiges Modell. Die Versteigerung dieses Sets mit dem Messerschnack, mit dem Podcast Messerschnack Patch werde ich genau 24 Stunden laufen lassen. Das heißt, morgen um 18 Uhr endet diese Versteigerung. Und die Person, welche bis dato das Höchstgebot abgegeben hat, erhält automatisch den Zuschlag und wird von mir dann auch über die Kommentare angeschrieben werden, damit man per Mail dann alles weitere klären kann. Solltet ihr nun Interesse haben, diese beiden Dinge zu ersteigern, um somit den Podcast zu unterstützen, dann würde ich mich darüber sehr freuen, und
Gebt bitte eure Gebote als Antwort auf den von mir vorgefertigten und angepinnten Versteigerungskommentar ab. Zu eurem Gebot, das noch erwähnt, kommen automatisch noch 5 Euro dazu. Die dienen dann dem versicherten DHL-Paketversand. Dies bitte beachten und mit einrechnen. Wer damit nicht einverstanden ist, bitte nicht mitbieten. Jo, und das war's soweit. Ich hoffe, es kommen, wie schon erwähnt, ein paar Euros bei rum. Damit ist Miro definitiv geholfen. Und ja, ebenso hoffe ich, dass dieses Set ja an einen Bieter kommt, der Lust drauf hat, im Idealfall den Messerschnack-Podcast hört. Ja, und auf weitere Folgen dieses Podcasts freue ich mich. Und in diesem Sinne, jo, her mit euren Geboten. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.